Der namenlose Held ist im Schläfertempel und hier ist gar nichts los. Ich habe eine riesige Halle gefunden, geteilt durch einen riesigen Riss. Aber das ist ein Obelisk, über den kann ich da den Riss überbalancieren. Und ansonsten ist hier bisher nichts gewesen. Orkische Baukunst hat es hier. Es ist finster. Oh doch, da sehe ich was. Moment mal. Geradeaus steht ein Skelett. Stelle ich gerade erst fest. Tatsächlich, da. Weg. Hier geht's also los mit den Untoten. Scheiße. Du brennst weg. Nee, brennst du nicht. Ey. Skeletti, was machst denn du da? Das ist nicht zu glauben. Ich kann das auch nicht mehr ins Target nehmen. Ein Königreich für einen Stab, den man nicht greifen kann. So ein Mist. Okay. Bleib's halt da stehen, ist mir egal. Skelette haben sowieso nichts dabei. Ich finde hier eine verwitterte Axt und gar nichts. Ja. Kein Target heißt, er schießt immer irgendwo hin. Aber Skelette, das geht ja alles noch. Alles nicht so schlimm. Da hinten sehe ich die nächsten. Rechts oben ist wieder eins auf diesem Block. Speer. Der müsste wegbrennen. Ja. Dann da hinten sind welche. Vielleicht aber auch hier. Nö. Skelettkrieger. Der brennt weg. Da hinten ist der nächste. Da ist noch eins. Mann! Und mein joggendes Skelett ist auch noch da. So, Licht. Und dann irgendwas nachtanken. Sicher ist sicher. Gluck. Zweimal kommen Gluck. Hier auch mal eins Gluck. Finde ich was? Nö. Doch hier einen Schnitter. Noch einen Schnitter. Eine verwitterte Axt. So, Vorsicht. Da hinten ist ein keine Ahnung, was bist denn du? Ein Skelettmagier. Ah, der tut ja nichts, der will ja nur spielen. Keine Ahnung, ob mich im gesamten Spiel schon jemals ein Skelettmagier mit irgendwas attackiert und getroffen hat. Ich glaube, nein. So, Skelettis. Nichts dabei. Da kann ich was aufmachen. Hier oben ist irgendwie eine Fackel oder so. Skelettmagier mit. 5 Skelette beschwören und einmal Eispfeil. Schriftrolle und Rune. Das klingt nach Minecrawlern, würde ich ja fast sagen. Minecrawler.
Crawler. Die müssen unter mir sein. Oder über mir. Hier ist irgendwas verschüttet möglicherweise. Gar nichts. Also hier bin ich erstmal sicher. Aber wo kam das Gefaure her? Hier unten her vielleicht aus diesem Halbkreis-Dings. Das könnte sein. Ich weiß aber nicht, wie das aufgeht. Licht. Tja. Ich hoffe, ich muss nicht sämtliche Skelette umhauen, damit hier irgendwas passiert, weil mein joggendes Skelett da hinten, das kriege ich ja nie und nimmer in den Fokus. Ach, guck. Geheimversteckalarm. Hier im Schläfertempel auf der ersten Säule oder auf dem ersten Block finde ich was. Nämlich einen Schmetterschlag und drei verschiedene Tränke. Das sind... Moment, Tränke. 70, 176, 46. Also ich merke mir nur mal, was hinten steht. 066, 083, 066, 083, 066, 083. Das sind zwei Essenzen heilender Kraft gewesen. 066, 0 und dann ein Extrakt magischer Energie. Jawohl, naja, nichts Besonderes. Und Schmetterschlag ist eine Nahkampfwaffe, Zweihandwaffe, Axt. War nicht schlecht, die ist sehr, sehr teuer. Ja, das wird wohl auch der ein oder andere Spieler übersehen haben hier oben. Tja. Was nun? Ich kann hier diesen Schalter drücken. Das mache ich auch. Speichern. Trau dich. Trau dich. Das war zu erwarten. Stufenanstieg. Schön, 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 schön. Was für eine böse Falle, aber irgendwie habe ich das fast erwartet. Ich finde was. Rostiges Schwert und nochmal, solange das nur ganz normale Skelette sind, macht mir das überhaupt keine Angst. Die können meine Rüstung fast nicht durchdringen. Aber wie komme ich hier wieder raus? Das ist ein Schalter. Ich finde eine Spruchrolle, das ist was mit einem gelben Punkt und so einem Fenster. Ich finde einen Trank. 266. Das war ein Extrakt heilender Kraft. Und was war das für eine Spruchrolle? Magie. Gelber Punkt und Fenstersymbol. Das da. Es war... Ach, Licht. Gut, schade. Mein Schalter. Ja. Dann noch einer. Das Skelett geradeaus habe ich schon weggebrannt. Was sagt ein Kind? Telekinese. Der Telekinese sagt, ich hätte noch ein rostiges Schwert. Das ist das von dem Skelett, was weggebrannt ist, hinterm Gitter. Mehr sieht Telekinese hier auch nicht. Dann Schalter. Eins. Und zwei, da geht alles wieder auf. Aha. So einfach ist das hier. Feuer, 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 Feuerball. Beziehungsweise, nee, erstmal hier. Rostiges Schwert und jetzt... Ha.
Links und rechts sind so Nischen mit irgendwelchen runden Ornamenten auf dem Boden. Das sind Skelette. Das sieht fast aus, als könnte ich da irgendwas machen. Aber ich laufe erstmal durch. Ach nee, das war schon alles. Ich habe hier drei dieser... Aha, was Rotes. Was Lilanes. Und was Gelbes. Okay, weg. Ich bin hier sicher. Licht. Irgendwo steht doch hier bestimmt was. Oder ich finde irgendeine Notiz oder irgend so einen Kram. Ich finde eine Axt und eine Fackel und mehrere Tränke. Wieder gucken. 276093. Es war eine Essenz und ein Extrakt Heilerkraft 276 und eine Essenz magischer Energie. Schalter. Ach, dieses Ding ist ein Schalter. Aha. Hier ist gar nichts, außer dass ich hier diesen Schalter habe. Und das ist hier genauso. Dann schalte doch mal. Kannst du nicht. Da fehlt mir bestimmt irgendwie ein Objekt für. Bei dem ging's. Warum? Dreht sich aber auch zurück wieder. Komisch. Geht der? Vielleicht muss man das gleichzeitig machen. Aber jetzt kann ich den auch machen. Aha. Oh. Ah, es war doch gar nicht so schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine bestimmte Reihenfolge war, die ich zufällig richtig gewählt habe, oder ob man das machen kann, wie man will. Die drei Schalter haben jetzt also drei Gitter draußen geöffnet. Soweit, so gut. Speichern. Und dann gehe ich mal zuerst unten rum rein. Ich hoffe, das bleibt alles offen jetzt. Licht. Und ich gehe davon aus, dass ich hier meinen Crawler finde, weil ich die schon gehört habe. Ah, der macht ganz schön Aua. Dafür, dass es nur ein Minecrawler ist. Ich finde eine Minecrawler-Zange und zwei Panzerplatten und hätte gerne was getrunken. Gluck. Gluck. Ach so, trink auch mal so einen Trank hier. Die habe ich in der freien Mine gefunden. Das ist ganz obskur. Ich weiß gar nicht, was das für Zeug sein soll. Passiert auch nichts Besonderes. Nochmal. Die heilen halt auch nur. Ja, komischer Kram. Ich höre kein Gefauche mehr, heißt das. Das war der einzige Tempel. Minecrawler hier. Das wäre ein bisschen langweilig. Nee, das ist so minecrawlerig hier unten. Da ist der nächste. ...300 Erfahrungspunkte. Oh, ist das ekelhaft hier unten. Dieses Minecrawler-Gespinst und dieses Geschmotter und diese Skelette.
Man sieht ja kaum, wo hier irgendwie ein Gang lang geht. Links geht vielleicht was weg. Den habe ich gerade gekillt. Aber geradeaus ist auch noch irgendwie was. Was habe ich denn hier? Da sind auch Tränke. Moment. 286 093 286 093 286 093 286 093. Es sind zwei Elixiere der heilenden Kraft gewesen, 093, und ein Elixier magischer Energie. Schön. Und ich brauche Licht. Außerdem ist hier die Blutschneider und natürlich Panzerplatten und Krollerzange. Und die Blutschneide ist... eine Zweihandwaffe. Auch nicht schlecht. Nee, bitte schon irgendwie was, was Schaden macht, nicht Telekinese. Oh, da ist ein... das war doch jetzt ein untoter orkischer irgendwas Typ. Wo bist denn du? Du warst doch gerade noch hinter mir. Auweia! Oh je. Backe. Oh, ich bin auch ganz falsch gelaufen. Ich bin jetzt irgendwo anders. Da wollte ich gar nicht hin. Ich bin gar nicht da, wo ich herkomme. Ah, Feuer ist besser. Deutlich besser. Ja, ja, grüll du nur. Ich krieg dich. Weia, ich bin irgendwo... da hinten sind Skelette. Ich hüpfe wieder runter. Ich bin falsch abgebogen. Ganz offensichtlich. Trank, Trank, Trank. Gluck. Gluck. Und dann finde ich hier einmal Krusch, Karok. Und mehr nicht. Genau, ich hätte da gerade auslaufen müssen. Da wäre ich wieder dahin gekommen, wo ich... ja, komm! Oh, wo kommst denn du her? Meine Fresse. Noch so eine Überraschung. Meine armen Nerven. Trink mal was. Mach dir Licht. Das waren jetzt zum Glück nur Skelette. Aber keine Ahnung, wo die herkamen. Ich finde einen Schnitter und... gar nichts. Oh, ein Stress hier. Ich höre noch weiteres Skelettgetrapse. Hier bin ich doch gewesen. Da war doch dieser mumifizierte Wächter, richtig? Der hat hier rumgetobt. Ist mir dann entgegengekommen. Da ist der Nächste. Oh je. Oh, was hat denn der für... wahnsinnige Treffer drauf. Der hat mir gerade nicht ernsthaft mit einem einzigen Schlag so die Hälfte der Gesundheit weggehauen, oder etwa doch? Ich fasse es gar nicht. Aber er ist stehen geblieben. Das ist jetzt sein Untergang.
Meine Fresse. Wo bist du? Geradeaus. Ja, da bleibt irgendwie nicht stehen. Manchmal, oder eigentlich bleiben die immer stehen und brennen dann langsam weg. Nee, das geht mal gerade gar nicht hier bei dem Typen. Zum Glück ist er ein bisschen lauffaul. Meine Herren. So. Jetzt werde ich mal meine Tränke schonen und ein bisschen was futtern. Zum Beispiel werde ich jetzt ganz viele Waldbeeren essen. Und Licht. Und Gluck. Auweia. Kruschkarok. Tempelwächter. Dann gehen wir mal hier hoch. Da, wo es besonders gefährlich ist, da muss ja auch besonders wichtiger Kram sein, oder? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und ob das so ist oder auch nicht, das seht ihr im nächsten Teil. Bis dahin.